Das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump ist gescheitert. Im von seinen Republikanern kontrollierten Senat kam, wie erwartet, nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit zusammen. Trump sprach auf Twitter von einem Sieg des Landes über den so wörtlich Impeachment-Scherz. Er will sich heute Abend zu dem Verfahren äußern. Für die oppositionellen Demokraten ist das Scheitern eine politische Niederlage. Sie hatten Trump vorgeworfen, den ukrainischen Präsidenten Zelensky zu Ermittlungen gegen seinen Konkurrenten Biden gedrängt zu haben. Steffen Schwarzkopf in Washington. Das Ergebnis war eigentlich vorhersehbar. Trotzdem die Lager weiter zerstritten, gespalten wie selten. Trotzdem kehrt jetzt Ruhe ins Weiße Haus ein. Ja, das bestimmt nicht, im Weißen Haus nicht und drumherum auch nicht. Man kann es vielleicht sogar wieder so formulieren, etwas sportlich nach dem Spiel ist. Vor dem Spiel, vor allem was das Amtsenthebungsverfahren angeht, verschiedene führende Demokraten haben jetzt zumindest die Idee geäußert, so möchte ich es mal formulieren, dann doch den ein oder anderen Zeugen ins Repräsentantenhaus, dort in die zuständigen Ausschüsse zu zitieren. Also zum Beispiel John Bolton, den nationalen Sicherheitsberater, den ehemaligen von Donald Trump, der wurde ja nicht als Zeuge im Senat gehört, den will man jetzt ganz gerne dann im Abgeordnetenhaus anhören, in der Hoffnung, dass man da neue Vorwürfe, neue Argumente gegen Donald Trump findet. Ob sich die Demokraten da wirklich einen Gefallen mit tun, dieses Thema nicht ruhen zu lassen, das wage ich zu bezweifeln. Die Umfragen, die sind relativ klar. Die Amerikaner da extrem gespalten. Eine Mehrheit sogar gegen dieses Amtsenthebungsverfahren, gegen die Amtsenthebung des US-Präsidenten. Also ich glaube, politisch, wahlkampftechnisch ist das eher ein Schuss ins eigene Bein. Über einen seiner Parteikollegen lästert der Präsident jetzt wörtlich ein U-Boot der Demokraten. Wer ist denn gemeint und warum? Mitt Romney ist damit gemeint und der hat heute tatsächlich Historisches gemacht. Der Senator aus Utah, auch ehemaliger Präsidentschaftskandidat im Übrigen, er hat nämlich gegen Donald Trump als Republikaner gestimmt. Also er hat für die Amtsenthebung gestimmt, hat gesagt, der US-Präsident hat sich des Amtsmissbrauchs schuldig gemacht und damit ist er natürlich einer, der alleine steht in der Republikanischen Partei und jetzt auch absolut isoliert wird. Er hat das in einer sehr emotionalen Rede begründet, hat gesagt, er kann es letztendlich nicht mit seinem Gewissen, mit seiner Überzeugung, mit seinem Glauben vereinbaren, hier den Präsidenten freizusprechen. Aber mit Sicherheit, die Republikaner, die schießen sich jetzt auf ihn ein. Viele fordern schon den Parteirauswurf des Mannes. Und ich bin mir sicher, von dem US-Präsidenten selbst, da werden wir auch noch so einiges hören. Tatsächlich heute, 12 Uhr mittags unserer Zeit, 18 Uhr deutscher Zeit, wenn er dann vor die Kameras tritt. Nach Washington, danke, Steffen.